Wir sind immer noch beim Buch Schlechtwetterprognose. Depression für Erwachsene bitte ganz wichtig, möchte ich erwähnt haben, für Kinder nicht geeignet. Und wir sind auf der zweiten Seite. Bereit, das allgemeine Tief zu überwinden und wahrlich frei vom Sinnen, die Menschen draußen mir dann doch noch an Freundlichkeit gewinnen. Welch Glück, die Morgenwolken sind verflogen. Es scheint, die Sonne ist mir doch noch wohlwollend gewogen. Von diesem stürmischen Föhnwind getragen, will ich es nun dennoch vor die Türe wagen. So nimmt der Morgen recht freundlich seinen Lauf, bis ich unterwegs zur Arbeit mir die Zeitung kaufe. So, und da sind wir schon wieder an dem Punkt. Also dieses Wechselspiel von Emotionen, von Gefühlen, also zwischen, es könnte doch noch gut werden, obwohl ich so schlecht aufgestanden bin, und dann geht der und kauft sich die Zeitung. So wie viele. Und ich bin ja eine, ich habe vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, 20 Jahren, irgendwann nach einem Mal, also ich habe das auch wie alle immer morgens gelesen. Und irgendwann, wo so etwas Schreckliches drin stand, dass sie weinen musste, wirklich spontan heraus weinen musste, wo ich mir dann gesagt habe, bitte, wer braucht es? Wer braucht negative Schlagzeilen? Wer braucht irgend diese gräulichen Schandtaten, schwarz-weiß gedruckt sozusagen, dass es dich zum Weinen bringt? Und dann habe ich mir diese Seite angeschaut und habe mir angeschaut, wie ist die überhaupt aufgegliedert, diese Seite. Gibt es da irgendetwas Gutes, irgendetwas, was bekömmlich wäre für den Geist, für die Seele, fürs Herz? Und da war dann wirklich bei mir fertig, weil ich konnte nichts auf dieser Seite finden. Und dann habe ich entschieden, dass ich diese Seite, also diese Zeitung nicht mehr lese und überhaupt keine Zeitung mehr lese. Wofür? Und hab wirklich aufs brachial Niederste heruntergebrochen. Alles, was sie wissen muss, findet jetzt im Augenblick statt. Alles, was schwerwiegend ich wissen muss, was meine Umgebung betrifft, die kriege ich dann mit. Und dann werde ich entsprechend dem handeln und agieren. So, und erzähle euch jetzt ein Beispiel, ein ganz ein typisches Beispiel. 2020, als dieser Lockdown voraus angekündigt wurde, 3 Tage, und die natürlich weder Radio, das betrifft nämlich alle Medien, Radio, Fernseher, Zeitung, habe ich völlig ausgeschlossen. Und als ich dann von der Arbeit heimkam, musste ich noch Kaffee kaufen, weil er mir ausging. Ich trinke ja Kaffee wegen den Bitterstoffen, was auch sehr gut ist, sofern man nicht abhängig davon ist und nicht 20 Stück davon trinkt am Tag oder jeden Tag. Also, das heißt, ich ging in einen Laden um 17 Uhr, 17:30 Uhr und stand da und da war fast nichts mehr. Da war Leere, da war kein Obst, kein Gemüse, kein Mehl. Und das Erstaunlichste war, ich stand in einem Regal, in einem Gang, wo der ganze Gang, eine Seite leer war, völlig. Als würde ich in einem leeren Lager stehen. Und ich stand da, ich habe es zuerst gar nicht begreifen können. Ich wusste jetzt nicht, was das ist. Ich war so richtig paff. Bis es war ein anderer Herr, der mich beobachtet hat und gesehen hat, da war mal Klopapier. Und ich, ah. Ja, auf jeden Fall brauchte ich ja nur den Kaffee. Den ging ich raus und habe gedacht, okay, keine Ahnung, warum, weshalb. Aber ich brauche den Kaffee, also werde ich mir den zweiten Laden aufsuchen und bin also in den nächsten gegangen und da fand ich dasselbe Szenario vor. Wie gesagt, ich hatte keine Zeitung, kein Fernseher, kein Radio, keine Information. Meine Arbeit ist sehr still manchmal. Ich bin ja nicht nur Autorin und Künstlerin, das findet sowieso nur zu Hause statt, im Atelier, sondern ich bin auch Malermeisterin und gehe auf die Baustellen. Und auch dort kann es bei Neubauten sein oder Bauten, wo ich mir die Arbeit entsprechend eingeteilt habe, dass ich wenig Menschen begegne,
dass sie keine Informationen bekommen. Aber in diesem zweiten Laden war dasselbe. Also habe denn an der Kasse freundlich, höflich nachgefragt, was passiert ist, ob wir einen Kriegszustand haben. Obwohl links und rechts noch nichts runtergebrochen ist, also sprich irgendwelche Flugkörperzerstörungen oder sonstiges, war irgendwie klar, da bereitet man sich auf etwas vor, das einem Krieg ähnlich ist. Ja gut, dann wurde informiert, dass also ein Lockdown sozusagen ausgerufen wurde und ja, darauf sind normale Menschen so weit eingerichtet, dass sie eigentlich einen Vorrat von, sage ich jetzt mal, 3 Wochen bis 3 Monate zu Hause haben, so wie ich das immer schon pflege, so wie das meine Mutter mir beigebracht hat, die einen Vorratskeller gehabt hat und meine Urgroßmutter und so weiter. Natürlich kamen diese Menschen auch noch aus diesen Kriegszeiten und die haben das nicht umsonst irgendwie sich so eingerichtet. Nur unsere Wohlstandsgesellschaft hat sich das nicht mehr einrichten müssen bis zu diesem Zeitpunkt. Also gut, soweit was die Zeitungen anbelangen, also die Medien. Und jetzt erzähle ich euch, was ich damals schon wahrgenommen habe, was wir heute im 2024, Ende 2024 bereits wissen, zumindest schon großteils. Und viele, was das anbelangt, erwachen. Bleibt dran im nächsten Video.